Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. Ihr seht, der Motor, wie ihr hört, beziehungsweise der Motor läuft noch. Ich habe mich gerade mal umgedreht und es sieht irgendwie nach Nebel aus. Keine Ahnung. Könnte so ein Gefühl sein. Muss nicht hinhauen. Der Koffer ist übrigens immer noch voll. Den habe ich immer noch nicht leer gemacht. Aber da könnte man quasi gleich mal kommen hier. Ich schnabuliere mir mal so eine Cola. Ich habe auch, glaube ich, doch hier die Büchsen habe ich zum Essen mit, Gott sei Dank. Und noch ein paar Painkillers, falls man auf einen zukommt. Und Gott sei Dank habe ich eine Bandage mitgenommen. Das war reine Absicht. Habe ich eigentlich meine Flasche wieder aufgefüllt? Nee, natürlich nicht. Ja, war ja klar. So, ich save jetzt hier nochmal schnell. Bin jetzt extra, also ich bin quasi jetzt immer noch da, wo ich die letzte Folge jetzt aufgehört habe. Und dann gucken wir jetzt nochmal bei dem... Was war doch hier oben, oder? Oder war das... Ne, das war da drüben. Hä? Gibt es hier noch einen Weg? Ich bin doch falsch. Verdammt! Ich stehe auf dem falschen Weg. Gut. Das so viel dazu. Ich würde echt gerne den Rückspiegel benutzen können. Aber hier ist bloß ein kleiner, popliger Weg. Den sieht man ja gar nicht. Ist das überhaupt ein Weg? Ne, das ist kein Weg. Ich habe mich auch schon gewundert, weil eigentlich war das doch auch näher am Wasser. Ja, jetzt weiß ich warum. Oh, Alter, wir müssen uns dringend mal Straßen anlegen hier. Das ist furchtbar. Und jetzt bin ich zu weit gefahren. Yay. Und bumm. So, das wollte ich eigentlich machen, bevor das Geräusch kommt, weil ich wusste, dass ich jetzt was mitnehme. Alter, ist das schon wieder so dunkel? Wird das jetzt schon wieder dunkel? So, da ist nämlich schon der Tower Watch. Ach, jetzt geht das komischerweise. Ach, jetzt geht es auch nicht mehr mit C drücken. Gut, jetzt muss ich das so gedrückt halten. Kann ich trotzdem noch gehockt laufen? Ja. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt aber mal vorsichtshalber den Motor aus. Theoretisch könnte ich jetzt theoretisch auch mit dem Auto einfach dahin fahren. Oder könnte der mich auch im Auto abknallen? Das ist ja die Frage jetzt, oder? So, sorry, ich speichere jetzt gerade nochmal, weil ich das Auto gerade versetzt habe. Und jetzt Schild vergessen und bam, tot. So, na, dann gehen wir nochmal gucken. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Wir müssten ja quasi nur hochkommen. Also er schießt... Oh, das ist ein ganzes Lager. Oh, verdammt. Okay. Scheiße. Und da steht einer. Das Blöde ist jetzt echt, ja, 100%. Das ist das Teil, wenn der Scharfschütze drauf schießt, wird das Teil 100%ig abnehmen. Ach so. Ach so, wenn ich jetzt die Waffe... Ja. Hallo. Also er sieht mich auf jeden Fall. Warum schießt er nicht? Weil er würde ja hier seine Kollegen aufmerksam machen. Kuckuck. Ah, der kann mich nicht mehr treffen, oder? Ach Mist, der steht ja auch noch drin. Verdammt! Ich hoffe mal, dass da keiner mehr sitzt. Stressmoment. Speichern. Also der weiß, dass wir hier sind. Der weiß das. Nein, da drüben ist noch ein Watchtower. Der ist blind. Also der sieht mich nicht. Ich darf bloß nicht so weit hier rauslaufen, weil, wie gesagt, der weiß, dass ich da bin.
Ich hätte den ja quasi schon versuchen können umzunutzen, aber... Wow. Ach, jetzt schießt du auf mich, du Assi. Hä? Jetzt macht dir das Spaß. Alter, zieht er ab. Okay, der hat jetzt im gleichen Moment geschossen. Wie ich. Und der hat sich erstmal hingehockt. Ist da drüben noch einer? Huha. So, ich bin jetzt angekratzt. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal speichern schnell. Steht denn der Wichser? Ich glaube, ich muss erstmal den Scharfschützen ausnuggeln. Komme ich hier durch? Ja. Hä? Das waren noch nicht alle, oder? Never. Oh, da kommt einer. Der hat mich gesehen. Ja, schieß doch. Immer schieß. Trifft er mich? Ah, da drüben steht noch einer, oder? Auf dem Wasserturm steht noch einer. Ja, da ist er. Wow, uncool. Völligst uncool. Ich habe Angst. Wie war denn das jetzt gerade? Ich habe mich... Ah, mit T, okay. Trottel. Aber dankeschön. Oh, der hat einen Apfel. Nein, bleib unten. Wow. Von wo kam das jetzt? Das ist eine Rotflinte. Ah, und ich habe die Rifle-Muni nicht mitgenommen, ich Düssel. Aber wer rechnet denn mit sowas? Ah. Ist hier noch Muni drin zufällig? Nee, natürlich nicht. Ja, und da steht natürlich noch einer. Verdammt. Schöne Kritze. Okay. Ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Ach, da unten ist das. Ich weiß jetzt nicht, können die mich hier treffen? Ich habe keine Ahnung. Stand hier vorne jetzt auch gerade einer? Ne. Ich weiß nicht, wo sie sind. Oh, irgendeiner trifft mich. Habe ich den jetzt getroffen? Ne, der ist noch, der lebt noch. Der steht irgendwo dahinter, he? Jetzt ist er weg. Ich glaube, da hinten schießt auch noch einer. Gucken, was der macht. Oh, ich würde so gerne den Sniper da oben wegnehmen. Der kriegt ja Gott sei Dank nichts mit hier. Die rennen ja alle wie aufgescheuchte Hühner rum. Hä? Habe ich den jetzt getroffen? Ja. Verdammt.
kann leider bloß. Den kann ich leider bloß spotten. Ne? Der kriegt aber irgendwie nichts gebacken hier. Also das ist bloß eine Tonne. Der rennt jetzt zu seinem Kollegen. Okay. Nicht. So, der nächste, der liegt. Ja, mein Health ist nicht mehr so geil. Wow. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ah, da ist er. Okay. Komm, die letzten 9 Schuss auch noch reinknallen hier. Ich hoffe, bloß da oben ist keiner mehr. Ich glaube, der würde mich jetzt schon aufs Korn nehmen. Ja, ich hab dich gesehen. Okay, der schießt öfters mal gegen. Ah, das ist schon ein großes Lager hier, kann das sein? Hab ich den jetzt getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Böse Sache. Ich sehe es nicht von wo. Ich hoffe bloß echt, der Schneiber kriegt das nicht mit. Ach, Mensch, hättest du dich nicht ohren die Leiter stellen können? Du Drotal. Das wäre viel geiler gewesen. So, wie viele sind es denn jetzt eigentlich noch? Also ohne den Sniper, weil der Sniper kriegt ja echt nichts mit. Hoffe ich zumindest. Ich sollte vielleicht mal speichern. So packt mich. Wow. Aha, das kam jetzt von dort, okay. Ich sehe leider nicht wirklich viel. So, ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein und speichere hier mal schnell. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, der hängt schon wieder da unten. Sollte vielleicht mal ein bisschen Muni sparen. Ich nehme mal die... das kleinere Kaliber. Damit lässt sich zwar auch nicht besser zielen, aber... ja, da hinten schießt auch einer in meine Richtung. Ja, der trifft halt wieder nur seine Deckung. Oh ja. Und ich glaube, mit der Schrotze, mit der er versucht auf mich zu schießen, wird er eh nicht weit kommen. Okay, das sind definitiv noch ein paar. Weil da schießt noch einer. Da hinter dem. Puh, ob das so eine gute Idee war? Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay, der schießt sich langsam ein, so wie es sich anhört. Ah, das ist der von dort.
Da geht schon wieder seine normale Runde, den interessiert das schon gar nicht mehr. Ist ja in Ordnung. Kann er ja machen. Aber der ist noch ziemlich nervös. Hab ich den jetzt erwischt? Ja, ich glaube schon. Da scheint jetzt Ruhe zu sein. Oh! Boah, mich ist gerade erschrocken. Ich dachte, das Spiel war jetzt weg. Hä? Seit wann kann man hier durchlaufen? Du Arsch. Ich weiß auch nicht, was das Schild jetzt aushält. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, auch noch eine verbesserte Version davon. Ist ja quasi auch bloß ein Test für den Scharfschützen gewesen. Von da, wo du schießt, kann man nichts treffen. Was? Ein Schuss? Oh, guck mal, die machen sich's gemütlicher draußen. Ich will aber echt nicht, dass der Sniper mich sieht. Toll, noch ein Apfel. Der nur so ein Scheiß. Handgranate. Das Schlimme ist halt echt, durch das Schild ist die Sicht ganz schön eingegrenzt. Wo kniet denn eigentlich unser Erster? Hä, wieso ist der weg? Echt, ist der jetzt despawned? Nein! Da müsste doch eigentlich hier vorne knien. Die Sau. Er ist weg. Ihr habt mich um meinen Loot beschissen. Das werde ich euch nie verzeihen. Ich hoffe echt da oben. Das sind immer noch zwei, die hier unten rumrennen, oder? Ich hab aber auch das Gefühl, dass ich meine Hälfte nicht hochhielt. Dadurch, dass ich jetzt immer hier bin, würde ich das auch gern durchziehen. In der Hoffnung, der Sniper sieht mich nicht. Tschum. Das war jetzt aber nicht der Sniper, oder? Nee. Wo ist er? Wo bist du hingerannt? Oh. Ah, da hinten. Ja, ich weiß, ich stehe eigentlich viel zu offen.
Sorry, dass ich gerade so leise bin, aber ich bin gerade echt total angespannt, ja. Weil ich höre die Schüsse, nur ich sehe sie nicht auf mich einprasseln. Und noch einer weniger. Das war jetzt aber mehr Glück, also... Oh, das ist immer noch... Nein! Fuck! Ach, doch erwischt. Sau! Kacke! Ich wollte jetzt bloß auch nicht die ganze Munition von dem Rifle verschwenden. Ach, Mann. Da willst du mal kurz hier so ein bisschen so ein Camp raiden, weißt du, und dann wirst du doch noch im letzten Moment wirst du niedergemäht. Ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt gespeichert haben. Upsala. Ich hätte nach dem letzten Abschuss nochmal speichern sollen. Oder ist hier hinter mir in der Zeit schon wieder einer gespawnt? Naja, von oben vom Turm wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit abknallen. Weil da steht man, glaube ich. Na gut, man könnte es probieren. Weil man ja quasi mehr Sicht von oben hat. Aber ich dussel ab auch, wie gesagt, die Muni vergessen. Ich habe ja nicht gewusst, dass das gleich so ein großes Lager ist, ey. Ich habe gedacht, das ist so ein kleines Mini-Pieps-Lager. Aber das ist ja gleich, ich glaube, das größte, was es in dem Spiel gibt hier. Ach, hier habe ich zuletzt gespeichert. Okay. Okay. Aber der ist jetzt nicht wieder da, oder? Nee. Das wäre schon fies. Das wäre ja quasi so eine Endlosfalle hier. Sollte vielleicht mal geduckt laufen. Es wäre cool, wenn man sich als Bandit tarnen könnte. Das wäre cool. Also theoretisch hätte ich jetzt gesagt, gut, ich gehe mal zurück und hole mal die Sniper-Muni, aber habe ich jetzt die Lust dazu? Und vor allem, ich würde schon gern wissen, was in dem Haus drin ist. Jetzt sind wir gleich wieder tot, weil ich viel zu offen stehe. Können wir uns mal die 5 mit nutzen? Ich sehe nicht mal von wo es feuert. Vor allen Dingen würde das jetzt auf Garantie wieder so lange dauern. Das war vielleicht doch keine so gute Idee. Aber einen haben wir schon mal. Ist denn mein Knie da eigentlich wieder da? Ne, der ist weg. Der kam jetzt auch durchs Laden nicht wieder. Das ist ja nicht, das war ein anderer. Der ist jetzt wieder abgehauen. Ach. Ist schon wieder 16:36 Uhr. Was mich aber auch mal interessieren würde, ist, ich glaube, auf dem Tower bin ich jetzt nicht sicher. Aber was mich auch mal interessieren würde, ist, ob die anderen Zombies die hier angreifen. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren. Also könnt ihr jetzt eigentlich gerade mal ruhig nebeln. Weil ist ja quasi nichts anderes. Außer dass es hell ist und Nebel. Pff.
Ist aber schön, dass der Sniper immer noch so blind und taub wie vorhin ist. Okay, das ist also eher mit einer Schrotze irgendwo. Aber ich habe doch hier gerade, oder nicht? Hä? Treffe ich bitte aus irgendeinem Grund nicht? Nein! Was denn jetzt? Kacke! Scheiße. Wieso habe ich den nicht getroffen? Warum bin ich auf einmal umgefallen? Ach, der Sniper. Ich habe bestimmt den Sniper vergessen. Ach, Kacke! Okay, gut. Ja. Fuck. Was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt versuchen. Ja, schön. Der sieht mich und denkt sich, ach, leck mich doch. Was bist du für ein Kunde? Vogel. Da gibt's gleich eine. Oh Mannst. Oder habe ich den gar nicht abgeknallt und der war das gerade? Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, ich werde mich mal nach draußen verziehen. Ich meine, gut, ich hätte auch die erste Sicherung benutzen können, ja. Aber vielleicht kommen sie dann auch mal ein bisschen offener. Und verkriechen sich nur nicht in ihrem die ganze Zeit in ihrem scheiß Camp. Weil mehr machen sie ja gerade nicht. Das scheint auch nicht so richtig zu funzen. Man müsste die echt rauslocken können. Das wäre fantastischer. Bei den Clan Camps funktioniert das komischerweise. Da kann man die auch rauslocken. Aber bei den Großen hier geht das anscheinend nicht so richtig. Aber naja, im Prinzip, wenigstens haben wir jetzt eine Schnieper. Schade ist bloß, dass wir jetzt keine Mumpeln dafür haben. Und jetzt ist der Sniper auch weg. Hä? Hat er sich bewegt? Ja, leider bloß klick, klick, klick. Die rennen immer noch um wieder auf gescheuchten Hühner. Gut, da würde ich sagen, ich habe jetzt die Schneiber. Kann ich die eigentlich noch regulieren? Nee. Okay. Gut. Also habe ich mir jetzt erstmal bloß die Schneiber besorgt. Der Rest, ja, das ging jetzt ein bisschen in die Hose. Ich glaube, wir sollten uns erstmal an den Kleinlagern austoben. Und ich sollte lernen zu wenden. Definitiv sollte ich lernen zu wenden. Wow. Aber ich wollte jetzt noch was machen, was ich euch letzte Folge schon versprochen habe. Ich weiß gar nicht, muss ich das Gelumpe gießen? Ein Leaf. Und zwar mal die Tomaten aussehen. Und dazu brauchen wir erstmal die Seeds. Wo haben wir denn die Seeds? Die haben wir hier. Also wenn die jetzt angreifen kommen, kann ich es jetzt auch nicht ändern. Nee, Quatsch. Alles gut. Muss ich die eigentlich in der Hand halten dazu? Wir haben ja hier eine Furche gezogen. Oh. Plant. Das ist echt nur einer. Okay, das ist mies.
Aber gießen muss ich das jetzt nicht, oder? Ich hoffe nur, dass man dann Osam wieder rauskriegt. Werden wir sehen, wie lange das dauert. Keine Ahnung. Noch ein Leaf. So, und jetzt wollte ich ja noch im Haus den Zaun mal machen. Deswegen werde ich mir jetzt gleich mal die hier. Ich glaube, das wird aber von der Masse her nicht reichen. So, jetzt muss ich mal übrigens was gucken. Wir haben ja für die... Ich weiß jetzt nicht, ob das die... Das wird aber nicht die... Ne, halt, das ist die Revolver-Muni. Wir haben ja drüben im Haus noch ein bisschen Muni. Ich weiß gar nicht, warum das alles so verstreut ist hier gerade. Bäh. Ach, siehst du, den Apfel haben wir wenigstens noch mitgenommen. Dann eat wir den doch gleich mal. Ach. Ja, jetzt ist das wieder passiert. Mensch, komm. Ich war jetzt gerade ein bisschen schnell. Ich habe jetzt beim Essen gerade Escape gedrückt und da passiert das ab und zu mal. So, warte mal. Die Schmuni war doch eigentlich hier irgendwo drin. Oder? Ja, hier. Und wir haben für die... Gott, okay, das ist wirklich die einzige... Also 4 Kugeln haben wir für das Ding. Wow, das ist wenig. Das ist wenig. Revolver-Muni. Und die hier. Aber okay. Gut. Da haben wir wenigstens erstmal 4 Kugeln. Ich weiß gar nicht, ob man die alle 4 mit immer. Ja, doch. Ich glaube, bis zu 5 kann die, glaube ich, nehmen. Hä? So. Die möchten wir aber sparsam behandeln. Also halt, das habe ich wieder vergessen. Wegpacken. Weil die kommt dann dafür gleich hier mit rein. Weil die ist nützlich. Nützlich, nützlich, nützlich. So. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich die Nacht das mal austeste hier. Mein komisches Gefängnis. Also für mich mein Gefängnis, sagen wir mal so. Ob ich das austeste. Könnte man ja eigentlich mal machen. Das Blöde ist bloß, wenn ich die Schnauze voll habe, ich komme nicht wieder rein, bis die Nacht vorbei ist. Aber da ist die Gefahr nicht so groß, dass die hier zwischen mit drin spawnen quasi. Die Gefahr ist hier halt nicht gegeben. Weil das so ein schöner, schmaler Gang ist. Und du kannst dich halt, wenn du die Faxen dick hast, stellst dich hier hin oder legst dich halt hier draußen hin und pennst. Na gut, das könnte man jetzt auch noch machen. Ich weiß halt nicht, ob es in der Nacht kalt wird. Haben wir eine Graz? Ja, Hammer. Ich hätte mir vielleicht ein Feuer mitnehmen sollen. Also ein Feuer hierher packen sollen. Dann mach doch uff. Ist eine gute Frage. Aber wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ich glaube, das überlege ich mir noch bis zur nächsten Folge. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir immer ein bisschen Feedback da. Und hier kann man durchgucken. Und das ist aber auch egal. Gut. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir immer ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.